Findest du es ethisch vertretbar, in Unternehmen wie Nestlé, Amazon und Facebook zu investieren? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, denn gerade wenn man passiv investiert, weltweit diversifiziert, hat man diese Unternehmen ja mit drin. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden, sogenannte ESG-Investments zu tätigen, weil das die Diversifikation reduziert und die Kriterien leider nicht 100% transparent und nachvollziehbar für mich sind. Das heißt nicht, dass ich das in Zukunft nicht machen werde. Aber bei meinem Konsum, da schaue ich tatsächlich, was das für Unternehmen sind und kaufe keine Produkte von Unternehmen, deren Werte ich ethisch verwerflich finde. Und das hat einen deutlich stärkeren Einfluss als das Investieren, das sollte man nicht vergessen. Denn beim Investieren kaufe ich ja Nestlé-Aktien von einem anderen Aktionär ab. Das hat zunächst einmal keinen Einfluss auf die Firma selbst. Wenn ich mich aber dagegen entscheide, gewisse Produkte von Nestlé zu kaufen, dann entgeht denen da tatsächlich Umsatz. Wenn ich nämlich Nestlé-Produkte kaufe, dann geht das Geld direkt in deren Kasse und direkt auf deren Bilanz. Deswegen kann man meiner Meinung nach durch den Konsum deutlich, deutlich besser steuern, welche Unternehmen man unterstützen möchte und welche nicht.